Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich melde mich von zu Hause, sitze gerade am PC und schneide ein neues Video für euch. Ihr habt jetzt die ganzen Saalbach-Videos gesehen und als nächstes ist Bikepark Berfelden dran, wo ich mit Nico zusammen war. Und das ist schon eine ganze Weile her, aber durch die ganzen Saalbach-Videos ist es jetzt ein bisschen nach hinten gerutscht. Und ich hab gerade gemerkt, dass ich vergessen habe, dort ein Intro für euch zu drehen. Deshalb jetzt von daheim. Genau, also es geht im Bikepark Berfelden mit dem Nico. Mit meinem neuen Rad war ich da noch nie, also mit dem Firebird 29. Und ja, wie gesagt, ihr seht jetzt den Tag, war echt ein richtig crazy Tag. Und der Andi ist auch noch gekommen vom Schaltwerk Schweigern. Ich wünsche euch jetzt aber ganz viel Spaß mit dem Video und ich würde sagen, let's go! Ja. Okay.
So, der Nico jetzt vor mir, erste Abfahrt nach meinem Sturz. Geht eigentlich, wenn ich hier ein bisschen chillig fahre, geht es ganz fit. Machen einfach noch ein paar chillige Abfahrten. Yo! Schau hier mal den Kleinen. Ach, nicht mehr so viel heute. Zeug. Muss das Große nicht mehr sein heute. Boah, Scheiße. Scheiße. Ja Leute, also mittlerweile ist es 19.37 Uhr, vielleicht könnt ihr das lesen auf meiner Uhr. Der Lift hat immer noch offen und zwar ist heute diese Bike-Nacht. Das heißt, der Felden hat bis 24 Uhr offen, wir könnten nachher auch noch mit Licht fahren. Aber ich glaube, so lange bleiben wir nicht, weil es wird ja erst um 9:30 oder so dunkel. Und sind jetzt den ganzen Tag hier und mit den Stürzen und so reicht es dann auch. Der Andi vom Schaltwerk Schweigern ist jetzt auch noch gekommen. Der fährt es auch mit, der ist auch mit seinem Pivot da und zwar mit dem Bike, das ich euch letztens vorgestellt habe. Dieses Custom-Build mit der speziellen Gabel drin. Schaut mal, ich verlinke euch mal das Video hier oben. Dann könnt ihr euch das mal anschauen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Richtig geiles Fahrrad und mit dem mache ich jetzt noch eine lockere Abfahrt. Der ist ja, sage ich jetzt mal, eher Anfänger. Das heißt, mit dem fahren wir jetzt einfach noch ein wenig locker. Das tut mir auch ganz gut nach meinem Sturz. Und der Nico habt ihr im Video gesehen, den hat es jetzt leider auch noch gelegt. Der macht Pause unten. Dem sein Bremshebel ist abgebrochen. Der macht jetzt auch nichts mehr heute. Und genau, ich mache noch ein paar lockere Runden mit dem Andi. Mal gucken. Der kommt da hinten jetzt mit dem Lift gleich hoch. So, Blue Pump. Hier jetzt mit ein paar Tables, aber auch mega chillig. Das Perfekte für den Andi. Und für mich jetzt auch zum Ausfahren ein bisschen. Geil. Guck so halt. So, wir fahren mal noch Red Bridge. Oh, geil, neue Anlieger. Scheiße, ich hab den zweiten verpasst. Woo! Wow. Was ein Sonnenuntergang. Krank. Man sieht halt nur die Absprungkanten nicht.
weil die Sonne so arg blendet. Wow, das war weit. Shit. Ja Leute, also das war's aus Berfelden. Ich fahr gerade mit dem Andi hier durch den Sonnenuntergang. Und ja, was ein Tag hier. Zwei Stürze von Nico und von mir. Ist jetzt zum Glück nichts so Größeres passiert. Ja, mein Sattel habt ihr gesehen. Voll krass. Und ja, was soll ich zu dem Tag sagen? Ich weiß es nicht so recht. Jetzt die Session mit dem Andi am Ende hat nochmal richtig Bock gemacht. Und auch mit Nico heute Morgen hatte ich richtig Spaß. Bis auf die zwei Stürze eben. Bisschen verkorkster Tag, aber sonst hat es richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video auch ein bisschen gefallen. Ich konnte euch nicht alles von der Jumpline zeigen, weil ich dann eben gestürzt bin und ich da jetzt nicht mehr riskieren wollte, auf keinen Fall. Fahr mit dem Leihsattel vom Tom vom Bikepark hier in der Feld. Die haben mir einen Sattel ausgeliehen, damit ich hier noch ein bisschen weiterfahren kann. Also mega nett und vielen Dank auch nochmal. Es war ein mega schöner Tag. Leider fahren wir jetzt nicht mehr in der Nacht. Wir sind einfach durch, es reicht jetzt einfach. Das reicht uns hier, der wunderschöne Sonnenuntergang. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.